Das hier ist der junge Mann, mit dem wir auf der Lot die warme Dusche zu verdanken hatten. Moin. Der wärmt sein Duschwasser mit dem Feuerwehrauto. 10 Minuten 70 Grad Duschtemperatur. Genau. Durch selbstgebauten Wärmetauscher. Mit Tank, der unter dem Auto montiert ist. Genau, ja. Hier ist das gute Stück. Das ist das Edelstahlrohr, eingepackt in 19 mm Armaflex. Und hier kommt quasi das Kühlwasser an vom Motor. Ist aus dem Heizungskreislauf abgezackt. Hier nochmal über extra Ventile abgesperrt, alles in Edelstahl. Wenn ich im Winter Wasser ablasse, also das normale Trinkwasser, damit er nicht unnötig rund gepumpt wird und die Heizung innen drin mehr Leistung hat. Dann ist hier noch ein zusätzlicher Anschluss, der ist im Moment noch nicht belegt. Da soll noch ein Schlauch an den Schweller geführt werden, damit man auch richtig heißes Wasser ablassen kann, weil hier oben ist so ein Ventil einfach wie in der Dusche verbaut ist, quasi als Verbrühschutz. Kann man hier stufenlos die Temperatur einstellen. Genau, dann kommt von hier oben, das ist kalt, ne, das hier ist Kaltwasser, kommt von oben. Ich habe meinen Tank im Bus verbaut und da geht hier weiter die Leitung, geht hier hinten an den Tank, oben dran. Und hier ist dann das Wasser, das Duschwasser, was dann temperiert ist, wie man es hier eingestellt hat, kann man dann hier abziehen. Ist auch ziemlich warm, das Ganze, merke ich gerade. Und das kalte Wasser, was hier nachströmt, strömt hinten in den Tank rein, dass nicht einfach das kalte Wasser wieder rausgesaugt wird, sondern das kalte Wasser, das warme Wasser von hinten an verdrängt. Genau, und ja. Und die, genau, was hast du gesagt? Die Pumpe, die zieht. Genau, oder die drückt. Zieht. Die Pumpe zieht. Das, und dadurch, dass die zieht, zieht die automatisch Kaltwasser mit, genau, in ihren Saugschlauch der Brause. Genau, das wird gemischt hier in dem Ventil. Und und hier in der Mitte ist noch ein Anschluss, das ist für Temperatur. Also da geht ein Edelstahlrohr in die Mitte von dem Wärmetauscher rein. Also hier ist der Wärmetauscher angeschlossen und geht in die Mitte rein. Und dann sehe ich im Innenraum die aktuelle Temperatur von dem Wassertank. Ja. Die hat im Moment, also nach dem Fahren halt hat. Also wenn ich so 6 Kilometer gefahren bin, habe ich 12 Liter, also das gehen gut 12 Liter rein, 12 Liter Wasser mit 80 Grad, misch dann mit dem kalten Frischwasser bei und kann dann in der Regel so 20, 25 Minuten mit ordentlich temperiert duschen. Ja, genau. Ja, das kann ich ja bestätigen. Das haben wir auf der Lot fast ausgenutzt. Genau, plus und da waren es nur 70 Grad. Ja, plus Kinder noch. Die haben ja auch noch mit dem Wasser geduscht. Ja. Genau, also es funktioniert wirklich astrein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so geil funktioniert. Und, Eine Ingenieursleistung, finde ich. Das ist so geil. Du bist schon gut aufgehoben bei deinem Studium. Ja, danke. Ja. Und das Rohr, das habe ich nicht im Internet bestellt. Das ist tatsächlich vom Schrottplatz einfach, ein Edelstahlrohr. Und das habe ich dann in die Drehbank eingespannt. Hier vorne war schon ein großer Flansch dran, habe den Flansch abgedreht. Kleiner gemacht, halt um Gewicht zu sparen. Der Flansch hat 3-4 Kilo gehabt und die kann man sich einfach sparen. Und genau, jetzt ist der nur noch hier vorne ganz dünn zu sehen. Der Rest, was davon übrig ist. Krass, ey. Ja. Ja, das ist natürlich, das baut ein Hobbybastler so schnell nicht nach. Ne? Das ist schon. Ich bin ja auch ein Hobbybastler. Ja, aber in einem anderen Level. Genau. Nee, geil. Das ist auf jeden Fall, auch wenn wir im Winter unterwegs sind, dann allein warm abzuwaschen, das ist auf jeden Fall schon richtig viel wert. Nicht das warme Duschen, sondern das warme Abwaschen und man hat nicht die Hände im 0 Grad oder 5 Grad kalten Wasser, das ist schon echt viel, viel wert. Ja, genau. Luxus. Ja, ein bisschen. Ja. Aber einfachst umgesetzt, ohne noch zusätzlichen Kreislauf, ohne Pumpe, die hier dann noch angeschaltet werden muss. Also wichtig war mir, dass es so einfach und so störungsunanfällig wie möglich ist. Absolut, genau. Absolut, das ist noch ein gutes Argument. Ja, du kannst das Ding natürlich über das Handy steuern mit 38 Umweltpumpen und hast du nicht gesehen. Ja. Kannst aber auch einfach sein lassen. Ja. Genau, deswegen einfach an den Kreislauf von der Heizung dran gegangen. Dadurch störe ich auch nicht den ersten Kreislauf vom Motor. Und der ist ja fast noch dankbar, weil er mehr Wärme wegkriegt. Ne? Genau, der kriegt mehr Wärme weg, der Kühlkreislauf ist größer. Genau. Und klar, jetzt ist das hier alles isoliert und es wird jetzt nicht viel ausmachen, aber im Endeffekt ist es schon ein bisschen. Auf jeden Theoretisch Fall. Ist es genau so, ja. Ja. Genau. Geil. Die Isolierung, also ohne Isolierung war das Wasser so nach, ich sag 4-5 Stunden war es kalt. Und wenn ich jetzt abends irgendwo ankomme,
stelle mich, also abends heißt es so 7, 8 Uhr, wenn ich ankomme und ich stehe morgens auf und will mir die Haare waschen oder mich duschen, dann habe ich immer noch, also hat der Tank immer noch 40 Grad und das wird dann noch ein bisschen beigemischt. Also ist dann auf jeden Fall schon viel angenehmer, wie normales Wasser nur zu nutzen ja, und allein durch Isolierung. Hier bin ich mir noch unsicher, ob ich das hier auch noch isolieren will, weil hier muss man eventuell mal dran und dann muss man die Isolierung abruppen. Und jeder, der mit Armaflex gearbeitet hat, der weiß, es klebt wie die Seuche. Einmal dran, nie mehr ab. Ja, ist wirklich so. Ja. Und deswegen bin ich mir da noch ein bisschen unsicher. Ich schicke dir dann noch das Bild, wie das innen drin aussieht, wie der Wärmetauscher aussieht. Also das ist ein Wärmetauscherrohr. Das sind also extra Wärmetauscherrohr. Das ist, glaube ich, 15 mm stark, 9 Meter lang. Das ist hier so in so einer Schnecke gewickelt, dann wieder zurückgeführt. Und wie gesagt, das habe ich mir extra anfertigen lassen. War auch nicht teuer, um die 100, 120 Euro, glaube ich. Guck an, da gibt es Firmen, die gibt es ein Maß, was du haben willst. Genau, ja. Der Durchmesser, die Länge, die genau. Anschlüsse. Und, dann Wärmeleistung, glaube ich, kann man auch noch angeben, wenn man das unbedingt will. Ja. Und dann kriegt man da sowas gebastelt. Also nicht krass. Gebastelt, also schon professionell. Ja, ja. Genau. Ja, das ist in einer anderen Liga gebastelt, genau. Ja. Wie alles hier. Ja. Und für das Geld kann man das auf jeden Fall nicht selber machen. Ja. Und es gibt so Systeme auch zu kaufen mit so einem Wärmetauscher drin, aber dadurch, dass ich den unter das Auto hängen wollte und hier begrenzt Platz habe, hier Reserverad, Kardanwelle, Auspuff, musste das halt ein bisschen länglich sein. Ich hatte erst überlegt, mir einen eckigen Tank zu schweißen, aber wer schon mal Edelstahl geschweißt hat, der weiß, wie sehr sich das verzieht und mit der Dichtigkeit, und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen mit dem Rohr, und ja, das passt auf jeden Fall. Genau. Danke, Jonas. Sehr gerne. Hast du ein Instagram-Profil? Kann man irgendwas nennen hier? Ja, ich weiß gerade gar nicht genau, wie ich heiße. Kannst du einfach ins Video schmeißen zur Not. Und, aber da gibt es auch nicht viel zu sehen. Also mega geil. Also die Dusche war gut. Kann ich nur empfehlen. Genau. Immer beim Jonas melden, da kann man frei duschen. Auf jeden Fall. Gerne. Hey, hör mal, schickes Auto.